Hallo und herzlich willkommen zu meinem Uncharted 2 Guide. Hier zeige ich euch die Fundorte aller Schätze sowie die Lösung aller Rätsel. In Kapitel 1 gibt es insgesamt 5 Schätze. Den ersten könnt ihr nach der Rückblende mit Chloe und Harry einsammeln. Sobald ihr euch wieder bewegen könnt, lauft nach rechts zu dem Baum und holt euch die Statue einer zornigen Gottheit. Sobald ihr der ersten toten Wache begegnet, bei der ihr eine Waffe findet, geht einfach ein kleines Stück weiter geradeaus und die Saraswati-Statue gehört euch. Kurz danach könnt ihr euch den nächsten Schatz sichern, eine tibetische Schnupftabakflasche. Nachdem ihr das Schloss der Holztür zerschossen habt, schaut nach oben zu der Leiche. Schießt den Schatz einfach herunter und sammelt ihn dann vom Boden auf. Nachdem ihr ein paar Kisten raufgeklettert seid und oben angekommen auf der anderen Seite einen Waggon seht, lauft erstmal nicht weiter, sondern dreht euch um und springt nach unten. Dort findet ihr nämlich die botanische Limonendose. Springt nach dem zweiten Flashback in den gegenüberliegenden Waggon und zieht euch nach oben. Dreht euch dann um und holt euch den letzten Schatz in diesem Kapitel mit dem unaussprechlichen Namen Gau Amulet Thok Chak oder so ähnlich. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen und freue mich, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis denne dann, bye bye.